Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Am 16. und 17. März 2013 findet in der Münsterlandhalle in Kloppenburg die vierte Energiemesse statt. Veranstalter ist die Firma Friedrich Haug Messe und Ausstellung. Geschäftsführer ist Herr Martin Vorwerk. Hallo. Und Partner dieser Energiemesse ist Herr Dr. Michael Hofschröer von der Kreishandwerkerschaft hier in Kloppenburg. Ja, die vierte Energiemesse. Was muss man sich unter einer Energiemesse vorstellen, Herr Vorwerk? Ja, bei der Energiemesse präsentieren Ihnen Aussteller die Möglichkeiten, Energie einzusparen, aber auch zu produzieren, geht über Solar und Photovoltaik, eben halt über Dämmung, Sanierung und so weiter. Dieses ganze Thema Energie ist ein sehr breit gefächertes und das wird dort komplett dem Besucher einmal präsentiert. Das ist ja jetzt schon die vierte Energiemesse. Warum ist das Thema Energie nach wie vor noch so interessant? Zum einen, weil wir alle wissen, dass Energiepreise steigen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen noch bei unseren Mitgliedsbetrieben eine entsprechende Umfrage durchgeführt. Mhm. Die steigenden Rohstoff- und Energiepreise sind eines der Hauptthemen, die unsere Betriebe zurzeit belasten. Auf der anderen Seite haben unsere Betriebe auch große Vorteile durch diese Entwicklung, weil sie natürlich gerade auch als Handwerker im Bereich Energieeinsparung oder auch dezentraler Energieerzeugung viele Angebote machen, die dann den Verbrauchern helfen, Kosten zu sparen und ökologisch zu handeln. Und die Aussteller, kommen die alle hier aus Kloppenburg und Umgebung oder wo kommen die Aussteller her? Also die Aussteller kommen aus einem Einzugsbereich von ca. 40 Kilometern, der Großteil allerdings aus dem Landkreis Kloppenburg bzw. dem Oldenburger Münsterland. Und es sind insgesamt gute 90 Aussteller, die sich dem Besucher präsentieren. Und für wen ist die Energiemesse interessant? Wer ist Ihre Zielgruppe, Herr Vorwerk? Zielgruppe sind eigentlich alle, die an umweltbewussten Bauen und so weiter interessiert sind, die sich für das Thema Energie halt interessieren und ja, ökologisch auch arbeiten wollen, ihr Haus entsprechend sanieren wollen und so weiter. Und die Kreishandwerkerschaft, warum unterstützt die diese Energiemesse hier in Kloppenburg? Ja, wir sind vor Ort mit 5 Innungen vertreten. Das sind insbesondere unsere Bau- und Ausbauinnungen aus dem Malerbereich, Maurerbereich, Zimmererbereich, Sanitärheizung, Klimatechnik und natürlich auch die Tischler. Das sind alles Innungen, Gewerke, wo die einzelnen Betriebe eben mit diesem Thema durchaus befasst sind, Dienstleistungen anbieten, insbesondere im Bauen mit Bestand, also wo es um energetische Sanierung und Modernisierung geht, aber auch, wie gesagt, bei der Erzeugung dezentraler Energiesysteme, Photovoltaik, Erdwärme. Das sind die Spezialisten dort vertreten und wir als Zusammenschluss der einzelnen Handwerke präsentieren dort eben dann auch für die Verbraucher das Angebot, was unsere Betriebe im Zweifelsfall vor Ort dann auch abwickeln können. Ja, vielleicht abschließend, ab wann sind am 16. und 17. März die Tore geöffnet für die Zuschauer? Also die Besucher können an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr die Ausstellung besuchen, können mit dem Fahrzeug bis an die Halle fahren. Wir haben also direkt vor dem Gelände auch ausreichend kostenlose Parkplätze. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns zahlreich besuchen würden. Ja, meine Herren, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und Sie, liebe Zuschauer, sind recht herzlich eingeladen, am 16. und 17. März 2013 in die Münsterlandhalle nach Kloppenburg zur vierten Energiemesse.
Wasserbüffel lieben Wasser. Und das ist auch gut so, denn davon gab es reichlich, als wir die Büffelherde von Rita und Peter Biel besuchten. Das Züchter-Ehepaar aus Strickamoor erfreut sich zurzeit am neuen Nachwuchs. Einen Tag vor Heiligabend kamen die Büffelbabys auf offener Weide zur Welt. Der Bulle Amos und seine Damen haben mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ja, der Wasserbüffel hat eigentlich das größte Interesse, dass er frisst. Und meistens ist es ja dann das ganze Jahr über das Grüne auf der Weide. Und das Besondere an dem Wasserbüffel ist eben, dass er nahezu alles frisst. Er frisst von Brennnessel über Disteln, über Schilf, über normales Weidegras, eigentlich alles. Verhindert Verbuschung. Ja, die hat Sehnsucht, ich müsste eigentlich rausgehen und sie in den Arm nehmen, aber das machen wir dann nachher dann. Mit dem Wetter in unseren Breitengraden haben die Tiere keine Probleme. Die sind das ganze Jahr draußen, sind ja auch wetterfest, auch im Winter, haben aber dann diesen Unterstand. Und da ziehen sie sich dann zurück, wie wir im Moment gerade sehen, laufen die hinten auf der Weide und brauchen den Unterstand nicht, obwohl das Wetter heute eigentlich nicht gerade fernsehgeeignet ist. Ich hätte ihnen auch gerne schönen Sonnenschein beschert, aber ja, den Wasserbüffeln ist es egal. Jetzt ist es für die ja sogar noch warm, denn wir haben ja positive Temperaturen. Aber selbst wenn es 20 Grad minus ist, sind die Tiere draußen. Aber sie können dann eben auch in den Stall rein und wir legen dann ordentlich Stroh aus. Und die legen sich eng zusammen, sodass sie gegenseitig wärmen. Meistens die Kleinen dann in der Mitte. Und so überstehen die den Winter auch prima. Meistens sind sie auch bei Winter draußen. Und deswegen haben wir ja auch die Raufen draußen, die Tränke ist draußen, ist aber eine beheizbare, sodass sie also praktisch das ganze Jahr über gut versorgt sind hier. Seit 10 Jahren züchtet Peter Biel Wasserbüffel. 98 war eigentlich der Tag, als wir, da war ich noch Vorsitzender des Vereins Indianerhilfe und Tropenwaldschutz, über den haben wir Wasserbüffel bekommen, um in unserem Projekt in Paraguay eine Farm aufzubauen. Das hat dann aber nicht geklappt. Jetzt hatten wir die Tiere aber schon. Und jetzt habe ich mir überlegt, einige aus unserer Gruppe, die haben also in erster Linie an Schlachten gedacht. Und das lag mir nun ganz fern. Und habe mir Gedanken gemacht, was kann ich mit dem Wasserbüffel hier machen, was nun sinnvoll wäre. Zur Seite stand mir zu der Zeit ein Professor Dr. Hilmar Zeigert aus Oldenburg, ein Agrarökonom, und mit ihm zusammen habe ich dann ein Konzept entwickelt, den Wasserbüffel als Landschaftspfleger zu etablieren in Deutschland. Bin dann ganz vorsichtig angefangen, nur mit ein paar Tieren, und habe dann auch Unterstützung aus der Landwirtschaft bekommen, weil ich selbst kein Landwirt bin. Und die Herde wächst. Im Moment sind das 11 Tiere. Das ist für die Weide, die wir von der Forst gepachtet haben, 5 Hektar nur. Eigentlich ein bisschen klein, um hier zu expandieren, das weiter aufbauen zu können. Denn wir wollen eigentlich nur eine Großviereinheit auf der Fläche haben. Die Kleinen zählen natürlich nicht vollwertig. Die Kleinsten kriegen ja auch noch Muttermilch. So dass wir dann zum Frühjahr wieder die Tiere auf andere Weiden geben. Und da kooperieren wir im Moment mit Gut Sanum, die uns im letzten Jahr auch schon ein paar Tiere abgenommen haben und haben die dort dann auch im Einsatz für ihre Menschen, die dort wohnen. Seine Wasserbüffel werden weder gemolken noch geschlachtet. Aber unser Schwerpunkt ist eben die Landschaftspflege und deswegen sagen wir von Anfang an, wir wollen kräftige Kälber haben. Der Nachwuchs soll naja auch durch den nächsten Winter, eigentlich ja jetzt auch schon durch diesen. Und da sind sie halt bestens ausgestattet und ausgerüstet durch die Muttermilch. Also verzichten wir auf das Melken und damit auch auf den Mozzarella. Den kaufen wir uns lieber dann auch selber, entweder von befreundeten Züchtern oder man kann ihn auch im Einkauf kriegen. Aber es gibt auch Fleischprodukte natürlich. Auch das haben wir jetzt nicht mehr vor, denn unsere Herde stammt aus Ungarn, Österreich, und wir haben jetzt ganz neues Genmaterial sozusagen. Wäre es viel zu schade,
die Bullen zu schlachten, die Jungbullen, so mit 2 Jahren oder 2,5 oder so, dann geben wir sie lieber als Zuchtbullen in befreundete Projekte. Wertvolle Arbeit leisten die Tiere in der Landschaftspflege. Ja, weil sie durch keinen anderen großen Pflanzenfresser zu ersetzen sind. Nicht? Die Landschaftspflege ist für mich das Wichtigste. 2008 gründete Peter Biel mit Wissenschaftlern und Naturschutzexperten den IFWL, den Internationalen Förderverband zum Einsatz des Wasserbüffels als Landschaftspfleger. Praktisch haben die nichts anderes zu tun, als zu züchten und die Landschaft zu pflegen. Das heißt, das Gras zu fressen, da wo Wasserflächen sind, es vom Schilf zu befreien. Dadurch bleiben die Wiesenvögel wieder dort, sonst würden diese Flächen alle verlanden. Und der Wasserbüffel sorgt sozusagen auch für Ordnung und gleichzeitig dann auch für Artenvielfalt. Und der Wasserbüffel, weil die Flächen ja alle vernässt sind, ist das einzige Tier, was diese Flächen dann noch beweiden kann. Und das ist ein längerer Prozess sicherlich, der noch auf uns zukommt. Aber für diese Aufgabe steht der Wasserbüffel jetzt zur Verfügung. Und sonst hätte die Wissenschaft keine Alternative gehabt. Denn alle anderen großen Pflanzenfresser sind eben nicht geeignet, wenn man mal vom Elch absieht. Aber da kann man schlecht auch mit umgehen, mit diesen großen Tieren. Ne? Die Wasserbüffel sind ja handzahm sozusagen. Landwirten könnte sich durch die Zucht von Wasserbüffeln eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit bieten. Ja, man kann natürlich Geld damit verdienen, wenn man das aufgebaut hat. Noch mehr, wenn man die Flächen selber hat. Aber Landschaftspflege kostet auch Geld und der Staat gibt eine ganze Menge dafür aus, dass die vielen Naturschutzflächen, die wir haben, nicht oder zuwuchern. Und dafür braucht man unterschiedliche Tiere. Für die Heide kann man natürlich Schafe einsetzen. Aber wenn die Flächen viel größer werden und wenn Schilf dabei ist, wenn Wasser dabei ist, dann ist nur noch der Wasserbüffel in der Lage, diese Flächen zu beweiden. Da kann man Mittel bekommen, auch als Landwirt. Und das gehört jetzt zu diesem Projekt, was erkundet wird, wie weit die Landwirtschaft insgesamt einbezogen wird. Da ist natürlich auch ein Umdenkprozess notwendig. Mir haben die Tiere sofort gefallen. Dem einen oder anderen Landwirt wird es natürlich nicht ganz so leicht fallen, sage ich mal. Sagt erstmal, was sollen die hier? Einen großen Erfolg in Sachen Artenschutz bescherte der Emus hirtus. Der behaarte Kurzflügelkäfer ist vom Aussterben bedroht. Aber auf der Weide in Hundlosen sind viele von ihm zu finden. Peter Biel freut sich, wenn der Käfer im Frühjahr wieder durch das Gras krabbelt. Büffel sei Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Es freut mich, dass ich für 2 Tage Ihre Untergeordnete bin. Für mich ist das die höchste Ehre, die wir für diese Stadt bekommen können. Es freut mich. Dürfen, dass Sie hier sind. Herr Darlinghaus, mein Stellvertreter, und Herr Kläne, Ratsvorsitzender der Stadt. Rates der Stadt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was zu trinken? Ja. Bitte schön. Kaffee ist auch da. Möchten Sie auch noch Bullsaft oder? Ja. Ja. Sehr geehrter, ehrte Exzellenz Herr Erzbischof Perissé, sehr geehrter Weihbischof Timmer Evers, sehr geehrter Prälat Kosten, Prälat Winkler, Prost Matschke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie, verehrte Exzellenz, Herr Erzbischof Dr. Perissé, bei uns in Vechta begrüßen zu können. Seien Sie uns ausgesprochen herzlich willkommen hier im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Vechta. Gerne überbringe ich Ihnen auch die herzlichen Grüße und Wünsche aller Mitglieder des Rates und der Verwaltung der Stadt Vechta, aber auch der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
Verehrte Exzellenz, unsere katholisch geprägte Region Vechta nimmt im überwiegend protestantischen Niedersachsen eine in vielerlei Hinsicht ganz besondere Stellung ein. So wurde in Brinklage hier im Landkreis Vechta der selig gesprochene Kardinal Clemens August von Galen geboren und bei uns in Vechta hat der Kardinal das Gymnasium besucht. Außerdem ist die Stadt Vechta neben den großen Städten Hildesheim und Osnabrück dritte Bischofsstadt Niedersachsen. Auch die Beziehungen zwischen dem bischöflichen Offizialat und der Stadt Vechta sind traditionell sehr eng und sehr gut. Das ist ausgesprochen positiv und ausgesprochen wichtig, denn es gab in der Vergangenheit und gibt in der Gegenwart viele Themenfelder, die uns zusammenführen, und es gibt in diesen Themenfeldern viele gleichgerichtete Interessen. Verehrte Exzellenz, Jahr des Glaubens, so heißt das Themenjahr der römisch-katholischen Kirche, das Papst Benedikt XVI. Am 11. Oktober 2011 ausgerufen hat. Innerhalb dieses Themenjahres bereise sie unsere Region und die Stadt Vechta fühlt sich geehrt, Sie als hochrangigen Vertreter des Heiligen Stuhls auch bei uns empfangen zu können. Sehr verehrter Herr Bürgermeister, lieber Herr Bischof, liebe Gäste, es ist mir eine Ehre, heute am Fest der Kathedra Petri hier in Vechta so ein Pontifikalamt zu feiern, am Rathaus empfangen zu werden und eben ein Zeichen meines Besuches Ihnen zu lassen in der Eintragung in Goldenbuch. Bis jetzt mit Vechta, sagen wir, virtuell in Verbindung, jetzt bin ich real hier anwesend und ich kann an diesen Gedanken, die ich über Vechta hatte, jetzt Gesichter geben und eben Landschaft und so weiter. Was bedeutet eben das Jahr des Glaubens für die katholische Kirche und auch für die ganze Bevölkerung in dieser Gegend? Dass wir unserem Glauben treu bleiben und immer treu. Dass wir, wie ich gerade in meiner Predigt in der Propsteikirche gesagt habe, derjenige, der durch sein Amt, eben Lehramt, die Lehre Christi uns weiterbringt und auf der anderen Seite ist die Darstellung der Mutter Gottes von Elzaspar, die schmerzhafte Mutter Gottes, eben mit Christus. Und für mich diese Medaille, eben der Papst auf einer Seite, die schmerzhafte Mutter Gottes auf der anderen Seite, bedeutet, was für den Papst eben sein Rücktritt bedeutet, weil er so schwach ist, im Schmerzen ist, dann ergibt sein Amt zu einem neuen Nachfolger Petri. Und das ist eben etwas Großes, was wir eben in diesen Tagen erleben dürfen. Und für Vechta und für mich als Vertreter des Papstes eine besondere Gnade, in diesen Tagen hier anwesend zu sein und am Tag der Kathedra Petri, des Felsen für die Kirche. Das ist so. Sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön. Da freuen wir uns sehr drüber. Kriegt auch einen Ehrenplatz hier im Haus. Ja, vielen danke schön. Dank. Das ist sehr schön. Danke. So, hier haben wir es. Ja, ja. Man denkt nicht, man sollte ja, das. Aber auch mit dem Sakko kann man da. Ah, ja, genau. Ja. Und da konnte ich eben mit Genugtuung feststellen, Vechta ist nach wie vor eine Stadt, die weiter wächst. Und vor allen Dingen, die den Vorteil hat, Vechta wächst nicht nur aus Zuwanderung, sondern hier werden mehr Kinder geboren, als Menschen sterben. Wir haben noch Geburtenüberschuss. Ja, ja. Ich hatte das auch gestern gefragt in Lohne. Ja. Und das ist auch das Gleiche.